Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Diese wunderschöne Hotelanlage, die ihr gerade gesehen habt, werde ich heute besuchen. Sie ist ziemlich groß und ja, es gibt viele, die schon hier waren, doch die Angelegenheit hat eine Besonderheit. Ich kriege ja immer zu hören, ich sei zu leise, ich wäre zu schnell und hat man nicht gesehen. Und ich dachte mir, das ändern wir heute mal. Also bin ich losgezogen, habe den Eigentümer ausfindig gemacht, habe ihm 1 Euro in die Hand gedrückt und habe ihm die Hotelanlage abgekauft. Und los geht's, wir gehen legal rein. Nein, natürlich, Scherz beiseite, gekauft natürlich nicht, obwohl sie steht zum Verkauf. Nur wir werden jetzt dieses schöne Objekt mit Schlüssel legal betreten. So, das heißt natürlich, mal wieder abschließen hinter uns, damit wir keine unliebsamen Besucher auf einmal hinter uns stehen haben. Ja, und dann werden wir uns jetzt mal das gute Stück in Ruhe anschauen. Also hier habe ich einen Schlüssel. Jetzt mag natürlich einen oder anderen geben, der sagt, Kai, Schlüssel, Legalbesuch, das ist doch für den Arsch. Ich sag, ja, mag sein, dass du das so empfindest, aber wenn ich doch die Möglichkeit habe, einen verlassenen Ort legal zu besuchen, dann nutze ich das. Dann musst du da nicht aufpassen. Nein. Leider ist hier in diesem Hotel schon extrem viel gewütet worden, sprich vandaliert, mit Feuerlöscher gespielt, Scheiben eingeschlagen. Aber was erzähle ich euch das? Ihr werdet es gleich selber sehen. Ich meine nur, die Dinger stehen ja eh überall rum. Und dann könnt ihr euch ja vorstellen, was hier schon abgegangen ist. Ja, hier haben sie schon das Klo zerrupft. Der Dreck von vielen, vielen Jahren lagert hier auch schon. Aber die Einrichtung ist halt noch vorhanden. Und auch recht gut. Ja, da kommen wir gleich nochmal hin zum Gucken. Hier ist Schimmel, Schimmel, Schimmel. Oh, guck mal, der uralte Fernseher. Der hochglanzlackierte Schrank. Der war bestimmt mal weiß. Dieser Gelbstich ist mit Sicherheit nicht normal. Ja, die Betten sind noch gemacht. Sehr schön. Guck, guck, wer bist denn du? Ich bin die Neue. Ah, okay. Ja, was haben wir hier? Sauna. Sauna-Baderegeln. Schatzi, mach dich nackig, wir gehen in die Sauna. Mhm. Aber ich glaube, das lassen wir lieber. Die Sauna hat Pelz. Oh, lecker. Komm, ich gebe dir einen 5er, dann leckst du da dran. Mhm. Gib dir einen 10er, leckst du da dran. Nein, das lassen wir dann mal. Das kommt ja dann aus meiner Kasse, das Geld. Ich habe ja nichts dran gewonnen. Aus unserer. Aus unserer. Aua. Oh, hier steht das Türblatt. Guck mal, das hat sich komplett gelöst. Dankeschön. Ah, was haben wir denn hier? Philips Hauttypen. Verbandskasten, Sonnenbank. Oh, finde den Fehler. Fällt euch was auf? Auf dem Automaten ist ein Eurozeichen drauf. Und wenn dieses Hotel wirklich seit den 90ern verlassen wäre, könnte das nicht sein. Weil das geht ja nicht. Der Euro wurde erst wesentlich später eingeführt. 2002, ne? Ja, 2002. Also da müssen wir gleich mal drauf achten, ob wir noch irgendwo Indizien finden. Ja, genau. Mit alte Kalender oder dergleichen. Dass wir mal gucken, wann das wirklich verlassen wurde. Weil 90er Jahre kommt definitiv nicht hin. Klopapierspender, die sind sogar voll, hör mal. Hier wirst du noch reich. Wenn Corona noch länger andauert, diese ganze Pseudopandemie, weißt du, wo du Gold auf Rollen herkriegst. Ja. Auch noch Tischdecken. Tischdecken, hau ab. Boah, das ist aber ein winziges Zimmerchen hier. Meine Güte, war das so die Studentenbude für 10 Euro die Nacht?
Wei. Oh, Hauptsache eine Glotze ist drin. Aber jedes Bad in einem anderen Farbton, ne? Aber alle bis jetzt mit Dusche. Hier liegt sogar noch ein Messer. Gib dir auch einen Keks. Ein Keks, ja, das war ja wieder klar. Ich krieg einen Keks. Ich will aber eine ganze Packung. Dann hier liegt eine ausgetrennte Wasserleitung. Also Wasser scheint hier abgeklemmt zu sein. Oh ja, Tatsache. Tischdecken, Wäschen. Aua. Gläser, Eisschalen. Guck mal, Pinnekes sind da, aber mit Sicherheit nichts zum Auffüllen. Komm, ich gehe wieder leer aus. Ich dachte, du bist so ein altes Ferkel. Ich habe gedacht, du hättest Kekse dabei. Aber nö. Was haben wir denn hier? Rasierklingen? Was haben wir denn da? Strubbeleffektpaste. Alter Schwede, was ist das denn? Das riecht wie Creme. Silke, komm mal her. Du hast doch so lange Haare, ne? Ja. Einmal so. Ich hab das Zeug aber selber. Und dann einmal so die Haare so. Nein. Ich hab's selber. Aber Strubbellock steht dir gut. Hier war Tischtenniscenter. Kennst du das noch? Wir treffen uns um 3 an der Tischtennisplatte. Halt die Klappe. Ja, ich kenne das auch noch. Da hängen sogar noch ein paar Tischtennisschläger. Wusstest du, dass ich eine eigene hatte als Kind, eine ganz große? Nein. Mhm. Die stand unten in der Waschküche. Okay. Gästebetten stehen hier sogar noch. So was haben wir auch zu Hause gehabt damals. 2 Stück. Was? Gästebetten. Die standen bei uns in der Ecke im Keller. Oh, hier geht's einen Aufgang nach hoch. Ja, aber lass uns erstmal. Ich will erstmal hier unten gucken, bevor ich nach oben gehe. Eine alte Miele. Professionell. WS5426. Was ist mit Fina? Kann ich dir jetzt nicht sagen. Okay, machen wir gleich. Unser Töchterlein hat geschrieben, da müssen wir gleich mal gucken. Wäscheschleuder gegen Schimmelflecken. Oh, hier kommen wir noch in einen weiteren Raum. Strom ist abgestellt. Zumindest dreht sich die Uhr nicht. Oh, hier sind die Heizungsräume. Angestellten-Toilette und Lagerraum. Boah, guckt euch mal diese Türe an. Ist die nicht der Hammer? Wahnsinn. Hier hängt noch ein alter Schlüssel. Was haben wir denn hier noch Feines? Ah, hier wird Mobiliar gelagert in den alten Garagen. So aus wie eine Küchenhexe. Tischtennisschläger. Chlorozongerät. Oh, ja. Was haben wir denn hier stehen? Alles für den Pool. Oh, flüssig. Chlor, Superflock. Also hier ist alles gelagert fürs Schwimmbad. Das ist eine recht kleine Anlage. Wenn ich bedenke, wie groß der Pool ist, ist das eigentlich ziemlich klein. Gehen wir mal weiter. Oh, hier steht eine Sense. Ich bin der Sensenmann. Zeigt dir gleich, was er mit der Sense kann. Oh, hier ist die Heizung fürs Gebäude mit dem Warmwasserpuffer. Das finde ich auch ziemlich klein für die großen Größenordnung. Aber okay. Telefon. Wasserleitungen. Silke? Sie ist weg. Lass mich da gucken. Hast du mich erschreckt? Ich wollte dich erschrecken. Aha, so ein Haus. Hey, eine Badewanne. Badewanne. Dusche. Die Glastür ist toll. Die Dusche schaltet sich automatisch ab. Das haben wir hier eine Umkleidekabine. Ja, und jetzt versteht ihr vielleicht, was ich meine. Was denn? Moment, ich muss mal ganz kurz.
Hätten wir ja noch, aber Sophia wartet. Kriegen wir schon hin. Nix da. Oh, schön. Ja, hier fehlen aber schon Gegenstände, weil hier haben mehr liegen gestanden. Mehr liegen standen hier. Ich habe Fotos hiervon gesehen und da standen hier wesentlich mehr liegen. So. So. Ja, meine Lampe, die wird schon ziemlich warm und ist auch schon rot am Leuchten. Ich habe noch eine Tasche. Ja, ich habe auch noch welche in der Tasche, so ist das nicht. Ich habe mir ja ein paar kleinere besorgt. Der Horror jedes Mädchens mit langer Haare. Was denn? Das da. Der Horror jedes Mädchens mit langer Haare? Badekappe. Badekappe aufsetzen beim Schwimmunterricht in der Schule. Ja, wir stammen auch noch aus einer Epoche, wo das Pflicht war. Ja, die heutigen Kids kennen das doch gar nicht. So, geblitzdingst. Ja. Jetzt fangen wir mal hier an. Guck mal, jetzt haben wir gelbe Badezimmer. Ich sehe nichts außer Sterne. Faszination Seidenmalerei. Hm. Cats. Also hier drin stinkt es jetzt ein bisschen. Ich mach mal die Funzel aus und ich guck mal nach, ob ich ohne auskomme. Aber ich vermute fast, dass hier die Gänge noch zu dunkel sind. Auch grün. Ah, hier ist schon wieder ein anderes Design und ein etwas modernerer Fernseher. Aber immer noch kein Indiz gefunden, was auf das Alter bzw. was auf die Schließung hindeutet. Aber ich denke mal, wir werden mit Sicherheit gleich ein Büro finden. Und dort wird es dann mit Sicherheit auch einen Kalender geben. Uha, hier kommt die Decke runter. Ja, hier kommt die Decke runter. Steht noch ein uralter Radiowecker. Wie geil ist das denn? Die Dinger kenne ich auch noch. Ich habe dieses Geräusch gehasst. Da hast du, bevor der Wecker Guck mal, da hat einer meine Mütze geschlaucht. Bevor da der Wecker morgens losgegangen ist, hast du schon 5 Minuten vorher senkrecht im Bett gesessen, aus Angst, dass du das Ding hörst. Oh Gott. Wer verlegt denn so eine Lampe, bitteschön? Für 98,50 €. Die Tür ist zu. Notausgang ist verschlossen. Das darf eigentlich nicht sein. So, ich hoffe, ich bin euch laut genug, liebe Leute. Weil ich kann es ja jetzt hier. Hier darf ich es. Und ich versuche es ja. Oh, schwarzer Schimmel. Also das ist neu. Ja, aber schwarzer Schimmel ist auch neu. Vor allem das da oben ist nicht so toll. Also ich hoffe, ihr seid heute ein bisschen zufriedener. Also diejenigen, die immer am Mosern sind. Wieder ein Zartrosi. Guck mal, das ist noch, noch aus einer Epoche, wo es normal war, dass überall geraucht wurde. Diese Spender für Klopapier haben nämlich obendrauf noch den Aschenbecher. Fototapete. Boah, auch Schwarz-Weiß-Fleckendesign hier. Klobürste. Hier ist aber ein winziger Fernseher drin. Ja, was ist denn, Igitt? Was denn? Nicht nur für deinen Dad, auch für mich. Das ist ein Albtraum. Tischdecken, Walldecke. Feuerlöscher, warte mal. Feuerlöscher kann mir sagen, wann die letzte Prüfung war. Ich muss aber aufpassen, weil meistens ist auf dem Siegel auch noch
Ja, liebe Leute, wer es mir nicht glaubt, also der Feuerlöscher ist geprüft worden. Moment, 08. Ja, 08 ist das. Ja, richtig. Also nichts 90er Jahre. Dieses Hotel ist irgendwann 2008 das letzte Mal feuerlöschermäßig geprüft worden. Und ich denke mal dann plus minus noch ein paar Jahre mehr, wann es verlassen wurde. Warte mal, da liegt eine Zeitung auf dem Boden. Mal eben gucken wegen dem Datum. Hol mal hoch. Kleinanzeiger. Ja, ich will nicht zu viel zeigen. Dezember 2009. Ja. Das ist ja nämlich eine Gratwanderung, wenn ich zu viel zeige. Boah, die Küche. Guck mal, ist Tea Time. Ja, das ist ein Café. Ja. Auf jeden Fall gibt es ja noch jede Menge Tee. Kaffeepulver. Daimler Prodomo. Oh ja, der ist noch gut, der geht noch. Ein bisschen Schimmel macht man großflächig ein bisschen weg, dann kann man den Kaffee noch benutzen. Wir wollen ja mal nicht so kleinlich sein, ne? Aber ansonsten, das mit Sicherheit. Es gibt immer Idioten, die nicht ihre Finger bei sich behalten können, die dann anfangen zu dekorieren. Ja, ne? Hast du ein Foto gemacht? Ja. Gut. Also das ist definitiv dekoriert worden. Da habe ich ja vor kurzem auch noch eine Unterhaltung wegen geführt, weil da ein junger Mann es absolut legitim fand, Lost Places zu dekorieren, weil es wäre ja immer noch besser, als sie zu zerstören. Ich sage ganz klipp und klar, nein, lasst einfach die Finger weg, lasst alles so, wie es ist. Genau, weil das macht einen Lost Place wirklich aus. Und wenn der Müll auf dem Boden liegt und wenn die Stühle auf dem Boden liegen, lasst es einfach so. So, jetzt kommen wir hier im Eingangsbereich. Auch hier liegt wieder ein Hut rum. Dieser Hut steht dir gut. Hier hat einer einen Staubsaugerbeutel geschlachtet. Tja. Das ist gerade eklig. Na, guck mal, die ganzen Schlüssel sind weg. Hier hat doch irgendjemand geklemmt. Mit hundertprozentiger Sicherheit. So, jetzt müssen wir mal gucken, weil da liegt ein Kalender. Ich halte aber mal die Kamera extra ein bisschen anders, damit man nicht unbedingt sieht, was hier hinterm Thekenbereich alles liegt. Weil ich möchte ja nicht verraten, wo das ist. Was ist das denn? Eine Lockenföhnbürste. Das ist ein Föhn mit einem Bürstenaufsatz. Oh, nicht schlecht. Dann mal hier. Das ist doch so ein Ding für Hotelschlüssel. Ein Klopper. Oh, ja. Legen wir direkt wieder mal weg. Hier steht noch ein Monitor von einem Laptop, von einem Rechner. Wellness Sonderangebot, 98 Euro. So. Also der Kalender ist sogar von 2010. Ja. 2010, gut. Dann gehen wir jetzt einfach mal von dem Datum aus von 2010, wann es verlassen wurde. Weil der gute Mann kannte sich anscheinend wirklich nicht aus, von dem wir den Schlüssel haben. Da ist auch noch ein Kalender, so ein Papierkalender. Ja, der ist auch von 2010. Ja, dann würde ich sagen. Ja. War hier 2010 Geschichte. Da sind Toiletten, die sind aber zugestellt. Was ist das denn hier? Ah, super, Reis. Schätzelein, komm mal, Papa. Der Ofen geht noch. Was? Yeah. Ich würde sagen, das war die Mikrowelle. Und nee. Darunter ist der Ofen. Nee. Machst du das aus? Bist du irre? Ja, da ist der Turbo drin. Was stimmt mit dir nicht? Ich wollte gucken, ob nur das Licht geht oder ob der tatsächlich funktioniert. Aber hier ist Strom drauf. Sollten wir ihm gleich mal sagen. Oh, das ist sogenannte Was für eine Sache. Und ich mach's ja normalerweise nicht. Ich mach's ja normalerweise nicht auf. So, jetzt gucken wir erstmal weiter. Ich gehe aber keine Runde. Du, ich habe keine Ahnung. Ich habe jetzt hier mal drauf gedrückt.
Doch, hier geht Licht an. Ich krieg die Motten, geil. Ja, oder hier war wieder mal einer drinne, der am Strom rumgespielt hat. Das kann ja auch gut möglich sein. Sicherungen reingetan hat, um zu gucken, ob es funktioniert. Ja, wir können ja gleich mal schauen. Es wird mit Sicherheit hier irgendwo einen Sicherungskasten geben. Dann drücken wir die einfach mal raus. Ich weiß nicht, wo es hier überall hingeht, aber das gucken wir gleich. Hier ist eine Feuerschutztür. Hier ist auf jeden Fall der Kellerabgang, den wir gerade von unten gesehen haben. Küche, Lager, Gefriertruhen, Wildgewürz. Wenn ich ihr ein bisschen davon auf den Kopf schmeiße, ob sie dann davon wild wird? Ich bezweifle es. So, was haben wir denn hier Schönes? Auch schön dekoriert. Warum muss man das machen? Ja. Auf jeden Fall ist hier schön hell. Oh, die Dachterrasse draußen haben sie aber nicht genutzt. Schade. Ah. Steht noch Geschirr. Ja, sauber. Und hier haben die Vollidioten mit dem Feuerlöscher gespielt. Ja, herrlich. Super. Ja, ich weiß auch nicht. Aber lass mich einmal so Kiddies dabei erwischen. Beim Randalieren und Springen. Wer so eine Scheiße baut, der kann nur Kind im Kopf sein. Ganz im Ernst. Jeder mit normalem Verstand macht so einen Scheiß nicht. Also hier sind alle Sicherungen raus. Hör mal. Hm? Hier sind alle Sicherungen raus. Vielleicht hat die Küche ein eigenes. Ja, da gehe ich mal eben gucken nochmal. Wenn nicht, müssen wir ihm gleich wirklich mal Bescheid sagen. Weil ich glaube nicht, dass er das weiß. Da oben wird es mit Sicherheit nicht. Lass mich mal durch. Ich laufe mal hier unten weiter und dann gehe ich nach oben. Kann ich mir gleich Bescheid sagen. Ja, das machen wir. Jetzt gehen wir erstmal weiter hoch. Hey, hey, hey. Oh, mir tun die Beine weh. Wärm es ist. Oh meine Güte, nee. Also ich habe ja schon gedacht, die Badezimmer können nicht geschmackloser werden. Aber es wurde gerade eben getoppt. Telefonbuch 2010. Ja. Unten liegt ein Brandmelder. Keine Batterie drin. Ich würde jetzt auch mal interessieren. Nee, hier geht kein Licht. Machst du täglich ein Foto? Fotoknipseapparat. Ja, das wäre ja mein Wohnzimmer, ne? Oh, was machen Sie hier in meinem Wohnzimmer? Raus! Hier ist auf jeden Fall die ganze Brüstung kaputt. 1.24.25 Uhr. Idioten, die ihre Scheiße hinterlassen müssen, inklusive Müll. Oh, ich habe da kein Verständnis für. Muss ich auch nicht, Gott sei Dank. Oh, hier hat sich einer gemütlich gemacht im Bett. Hm. Das Bett ist nicht gemacht. Aber hier sind entweder sind das Marderspuren oder Katzenspuren. Eines von beiden. Boah, und in jedem Klo ist reingeschissen worden. Das ist so abartig, ne? Schön, ne? Mit dem Balkon? Ja, aber ist keine Sonnenseite. Okay. Das finde ich allein schon doof. D-O-H-F. Doof. Ja, diese
Genau. Da geht es auch noch irgendwie rein. Müssen wir gleich mal gucken. Ah, das ist ein großes Zimmer hier. Familienzimmer, würde ich sagen. Elterliches Schlafzimmer. Oder? Habe ich das jetzt irgendwie falsch wahrgenommen? Nee, das ist Zimmer 22. Schon gut. Hier ist 23. Und hier ist separates Zimmer. Alles klar. Schatzi, hier ist eine riesen Spinne für dich. Ne? Tarantula. Da. Im Waschbecken. Boah. Ach, die ist doch tot. Das ist mir scheißegal, ob tot oder lebendig. Boah. Angstkaninchen. Ja. Hier sind auch alle Sicherungen raus. Hier haben sie schon die Zahlen geklaut. Getrennte Betten. Was ist hier? Oh. Was findest du schön? Guckst du? Mach ich guck. Zieh mir für uns ein Viehchen. Willst du mich? Oder? Wolltest du mich verarschen? Zimmer für mich und Fähnchen und für dich. Ja, ich wollte gerade sagen, weil ich werde dann höchstens aus dem Bett geschmissen, damit die Kleine bei dir schlafen kann. Eure Nabelschnur ist nämlich extrem kurz. Hier ist eine Badewanne. Ja. Und hier ist Bettzeug und dergleichen. Ja. Reinigungsmittel. Und total unordentlich. Und ein Schrubber. Nein, ich putze nicht. Nein, ich meine nicht dich mit Schrubber. Ich meine, da in der Ecke steht einer. Ja, ein bisschen darf ich das. Ja, ich würde sagen, wir sind eigentlich ja, fast durch. Bis auf den Anbau, den es hier noch gibt. Da war ja in der Küche noch eine Türe, wo eine Treppe war. Und da gehen wir jetzt auch nochmal hin. Dann sind wir durch. Falscher Weg. Da lang. Jo. Jo, 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 jo. Steht eine Küchenwaage. Spinnenweben über Spinnenweben hier. Und ich würde sagen, das war hier die Privatwohnung der Hoteliers. Oh mein Gott. Okay, nicht nur, dass jetzt hier mit braunen, mit Staub alles überzogen ist, à la Feuerlöscher. Ja, hier oben. Die farbliche Kombination geht irgendwie überhaupt nicht. Silke? Ja. Komm mal, Papa. Guck dir mal dieses Badezimmer an. Das geht überhaupt nicht. Oh mein Gott. Ja. Und hier ist Schlafzimmer. Aber der Kleiderschrank ist gut. Aber die Dusche ist toll. Schatz, komm mal. Komm mal. Kleiderschrank, genau perfekt für dich. Oh. Guck mal, Einbaukleiderschrank. Der geht sogar da hinten in die Ecke rein. Guck mal, dann bist du da hinten in die Ecke. Das wäre genau richtig für deine Klamotten. Guck mal, die ganzen Schränke für dich und da ist dann der Kleiderschrank für mich. Ich doch. Ja, weil mehr Platz kriege ich sowieso bei dir nicht ab. Kennt wahrscheinlich jeder, der verheiratet ist. Noch ein kleines Gästebad. Also entweder war das hier Chefe, nee, das sind auch Wohnungen, da stehen Nummern drauf. Vor allen Dingen sehr schön, gelbe Fliesen, blaues Klo. Ein wenig irritierend. Waren das jetzt Hotelzimmer oder nicht? Aber es scheint Hotelzimmer gewesen zu sein. Oder vielleicht so eine Familienwohnung. Ich weiß nicht, was oben ist. Natürlich gehe ich hoch. Ja, hallo. Immer mit Ruhe. Oh Gott, ist das warm. Uff, warm.
Zimmer. Nee. Und warm. Wo, da war da wo? Ein Minibad. Hier kommt der Putz runter. Ja, ist gut. Ich komme auch gleich wieder runter. Ich gucke mich nur einmal um. Ja, Holzzimmer mit dem Waschbecken drin. Zimmer Nummer 30. Ja, alles klar. Boah, ist das heiß hier oben. Oh. Ey, wie soll ich diese Treppe wieder runterkommen? Alter Schwede. Wer baut sowas? Stell dir mal vor, du bist besoffen. Du kommst hier nicht leben hoch und nicht wieder runter. Karamba, das ist nicht witzig. Oh, das hatte ich aber echt ein Feuchtigkeitsproblem. Ja. Ohne was Böses, wer geht denn durch die Küche hier hoch? Ja, ich weiß es nicht. Deswegen war ich ja der Meinung, dass das sowas ist wie eine Einliegerwohnung, dass hier der Chef gewohnt hat. Vielleicht für die Angestellten. Das kann auch sein. Weil kein Gast geht durch die Küche nach deinem Zimmer. Nee, das könnte auch sein, dass das Personalwohnungen waren. Ne, das, deswegen jeder so. Ja. Das kann auch sein. Personalaufgaben. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt mal wieder nach unten Richtung Ausgang. So. Einmal raus die Dame, bitte. So, abgeschlossen ist. Ja. Ja, meine Lieben. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Die Art und Weise, Lautstärke und dergleichen. Ihr kennt es bei mir nicht und es ist auch eine Ausnahme, sowas wird es bei mir nicht nochmal geben. Weil wie gesagt, es war ja auch ein legaler Besuch, wir hatten den Schlüssel. Und ab durch die Botanik. Von daher war das jetzt mal auch vollkommen in Ordnung und absolut legitim. Ja, wir machen uns jetzt weiter zur nächsten Location. Und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst doch bitte ein Like da, empfehlt meinen Kanal doch mal weiter. Ich bin raus und sage ciao, bis zum nächsten Video.